Genetische Veranlagung für die Arme? Tja, darum geht es heute. Jeder hat so seinen individuellen Arm. Und viele von euch fragen sich auch immer, hey, wie kriege ich das hin, dass der so hoch ist? Wie kriege ich das hin, dass der so breit ist? Wie kriege ich das hin, dass das so ein schöner Hubbel ist? Wie passiert das, dass das so gut separiert ist? Und so weiter. Beim Trizeps genau das Gleiche. Wieso ist das bei dem einen so schmal und bei dem anderen so dick? Jetzt geht es um diesen genetischen Teil. Was kann ich überhaupt machen? Was kann man sich direkt abschminken, weil es einfach keine Hoffnung dafür gibt? Aber gut, der Gotti von vor 5 Jahren wird euch jetzt viel mehr dazu erzählen. Film ab. Heute finden wir uns hier ein für ein kleines Special. Und zwar sind wir nun mal im Bereich des Bodybuilding unterwegs. Das heißt, den meisten von uns ist es wichtig, wie wir aussehen. Und nur dafür trainieren wir. Für diejenigen, die das völlig egal ist, die können im Prinzip diese Sendung überspringen oder aus reinem Wissensdurst sich mal anhören, was ich dazu zu sagen habe. Denn es geht jetzt um die individuelle Ausgestaltung eurer Armmuskulatur. Im normalen Fall und für viele auch der beste Fall besteht eine vollkommene Symmetrie zwischen Bizeps und Trizeps, sprich, die sind gleich ausgefertigt. Manche von euch mögen es aber auch bevorzugen, wenn einer der Muskulaturteile größer ist. Dennoch geht es jetzt nicht um das Verhältnis von einzelnen Muskelgruppen zueinander, und Bizeps und Trizeps sind immer noch einzelne Muskelgruppen, sondern um die Muskelgruppe selbst, also eine interne Individualität quasi. Denn jeder Muskel besteht aus verschiedenen Muskelteilen. Und wie ihr sicherlich auch schon oft beobachtet habt, kann ein Muskel sehr unterschiedlich aussehen. Alleine der Bizeps, der ja eigentlich nur ein tennisballartiger Knäuel auf der Oberarmvorderseite ist, kann so viele verschiedene Ausmaße annehmen und formen. So werde ich als Personal Trainer und auch als Privatperson immer wieder dazu gefragt, Gotti, wie kriege ich das hin, dass man ab meinem Ellbogen der Bizeps so richtig fast im 90-Grad-Winkel schon startet, so wenn der Oberarm dann aus dem T-Shirt rausguckt, dass man dann eindeutig schon den Bizepsansatz sieht, und zwar sehr früh, und das nicht erst so schleichend anfängt. Oder wie bekomme ich den richtigen Peak, diese Spitze hin? Oder wie kriege ich das hin, dass die Separation zwischen vorderem Delta, zwischen dem Delta-Muskel allgemein und dem Bizeps stärker ist, dass er vielleicht hier oben schon rauskommt? Wie bekomme ich es hin, dass er breiter wird? Wie bekomme ich diese schönen, dünnen Hufeisen beim Trizeps hin oder dass er hinten dicker wird? All das sind Möglichkeiten und individuelle Ausformungen eines Muskels. In diesem Bereich gibt es eine ganze Menge Dinge, die man wissen sollte, was möglich ist und was vor allem auch nicht möglich ist. Denn all diese Fragen werden in den meisten Fällen leider beantwortet mit "Tut mir leid, ist genetisch vorgeprägt." Und genau darum geht es heute. Was ist genetisch prädispositioniert und wir können nichts daran ändern und die Natur hat euch nun mal so erschaffen und in der Ausformung und Erweiterung eurer Muskulatur werdet ihr erst merken, was die Natur euch da beschert hat und was können wir durchaus beeinflussen. Grundsätzlich zunächst einmal, es gehört vor allem eine große Voraussetzung und Bedingung dazu und das missachten tatsächlich die meisten, die solche Wünsche äußern. Und zwar sollte man auf einem sehr weit fortgeschrittenen Level sein. Ganz platt ausgedrückt, denn nur das ist es, ihr braucht ordentlich Masse, bevor ihr überhaupt auch nur anfangt, darüber nachzudenken, wie soll der einzelne Muskel geformt sein. Der größte Bildhauer ist nichts, wenn er nicht die entsprechende Masse hat, um überhaupt etwas daraus schlagen zu können. Dann kann er auch keine Form reinbringen. Wo keine Masse ist, kann man nicht formen. Und das bedeutet für euch, in den meisten Fällen jahrelang einfach nur Masse draufpacken. Erst in einem sehr weit fortgeschrittenen Bereich könnt ihr darüber nachdenken, soll mein Bizeps vielleicht ein bisschen weiter auf der einen Seite trainiert werden, auf der anderen, wo kann ich es noch ausgleichen? Das ist die eine wichtige Sache, die wir im Kopf haben müssen. Fangt also nicht an, in den ersten Wochen oder Monaten oder auch sogar im ersten 1-2 Jahren eures Trainings euch schon einen Kopf darüber zu machen, wie soll ich meine Bizeps formen? Da müsst ihr immer noch aufpacken, 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 aufpacken. Die meisten Pro-Bodybuilder sorgen sich höchstens ab einem gewissen Punkt darum, was sie für ihre Symmetrie und für die perfekte Körperfigur tun müssen und wie sie noch einzeln mit Übungen darauf eingehen können. Aber innerhalb einer Muskulatur auch das nur relativ selten. Die zweite Sache in dem Zusammenhang ist, dass ich selbst tippen würde, trotz meiner 16 Jahre Trainingserfahrung und einiges an Fortschritt, den ich auch in der Zeit hatte, dass ich vermute, dass ich genauso aussehen würde oder sehr, sehr ähnlich,
wenn ich niemals eine große Trainingsvariation, eine Übungsvariation in die einzelnen Muskelgruppen reingebracht hätte. Ein besseres Beispiel als die kleinen Muskulaturen wie Bizeps und Trizeps, wo das Ganze auf noch kleinerem Raum geschieht, ist die Brustmuskulatur. Da können wir vor allem mit vielen Übungen, wie ihr wisst, Flachbank, Schrägbank, Negativbank, Einfluss darauf nehmen, ob wir mehr die obere Brust aktivieren oder die untere oder die mittlere. Dennoch ist die ganze Brust immer beteiligt. Und ich würde jetzt einmal behaupten und glaube daran, dass wenn ich niemals eine solche Variation gehabt hätte und alles nur auf der Flachbank gemacht hätte, vielleicht sogar auch nur auf der Negativbank, dass ich so ziemlich genau die gleiche Brust nun hätte, nach 16 Jahren Training. Ich vermute das nicht ohne Grund und das ist sicherlich kein blindes Vermuten. Und daran könnt ihr zumindest ermessen, welche Brisanz das hat, was ich euch hier sage. Das heißt, macht euch in erster Linie keine Sorgen darum. Es befreit euch. Dazu kommen wir später. Gehen wir jetzt mal komplett in die Materie. Der Bizeps. Wir haben schon einiges über die Bizepsanatomie vorher erfahren und genau dieses Wissen machen wir uns jetzt zunutze. Der Bizeps ist so aufgebaut, dass die Muskelfasern mit dem Arm verlaufen, längs zum Arm. Das bedeutet, die gehen von oben, von der Schulter bis zum Ellenbogen. Und das ist ganz wichtig zu wissen, weil wir uns damit schon denken können, aus einem gewissen Verständnis über den Muskelaufbau hinaus, wo wir mehr Masse draufpacken können und wo weniger. Wenn wir die Anzahl der Muskelfasern quasi erhöhen und eine generelle Verdickung stattfindet, bedeutet das in diesem Fall, dass wir den Bizeps durchaus in die Breite trainieren können. Und wenn mehr dazu kommt, natürlich geht es dann auch irgendwann weiter in die Höhe. Die Masse breitet sich grundsätzlich aus. Es wird aufgepackt, aufgepackt, aufgepackt. Was aber nicht geschehen kann, ist, dass eine einzelne Muskelfaser in einem Teil, im vorderen Teil oder hinteren, wie man es auch immer nennen mag, dicker ist als hinten. Das heißt, eine Muskelfaser wird von dünn zu dick. Das wird nicht geschehen. Eine Muskelfaser wird allgemein trainiert und stimuliert. Und das bedeutet dann wiederum für uns, an dem Ansatz hier vorne, an dem Bizeps, ist relativ wenig zu machen. Wer also es bedauert, dass er, genauso wie ich, relativ flach anfängt, und nicht direkt diesen 90-Grad-Winkel hat, der geht nach oben und dann zieht er sich nach hinten. Der hat damit ein wenig Pech gehabt in dem Lotterieverfahren der Natur. Genauso wie der Ansatz hier oben natürlich. Was wir schon eher beeinflussen können, ist vielleicht die Höhe des Bizeps. Auch das ist zum Großteil naturbedingt und genetisch vorgeprägt. Ich habe seit meiner Geburt diesen Stecknadelkopf auf dem Bizeps gehabt, der jetzt eben zu einem kleinen Tennisball geworden ist. Den hatte mein Vater, den hat mein Bruder. Wir alle haben eine kleine, dünne Bizepsspitze, die natürlich spektakulär aussieht, wenn man sie dann anspannt. Dafür eben nicht so die große Masse drauf und keinen breiten Bizeps. Man kann die Höhe des Bizeps ein wenig versuchen zu beeinflussen, indem man vor allem den kürzeren Kopf etwas betonter trainiert als den langen Kopf. Denn dadurch entsteht vor allem dann die Höhe. Der schießt etwas mehr in die Höhe. Aber ansonsten ist auch da sehr viel der Genetik überlassen. Bei dem Trizeps ist es ähnlich. Schauen wir uns mal an, wie die Trizepsmuskelfasern verlaufen. Dann sehen wir auch da, was wir wahrscheinlich eher beeinflussen können und was weniger. Gerade der Trizeps kann unheimlich viele Formen annehmen. Wenn ihr euch mal die verschiedenen Trizepsvarianten von Pro-Bodybuildern anseht, alle mal in einem Durchflug, dann seht ihr, alle sind extrem ausgeprägt, aber sehr unterschiedlich. Manche haben hier eine dicke Knolle und dann kleine Hufeisen, die sich davon fortbewegen. Manche haben sehr dünne, langgezogene Hufeisen bis zum Ellenbogen. Manche haben den großen Trizepsteil etwas höher, manche etwas niedriger, manche haben den etwas breiter oder etwas dünner. All das ist möglich. Die Trizepsanteile können wir wesentlich besser noch separieren. Wie ihr bei mir zum Beispiel seht, habe ich da ein recht unausgeglichenes Verhältnis, einen starken inneren Trizeps, ich weiß nicht, ob man das jetzt überhaupt hier auf der Kamera sieht, und einen recht schwach ausgeprägten äußeren Trizepsanteil. Mag ich natürlich gar nicht. Denn gerade der gibt diese spektakuläre Höhe und diesen Hubbel, den man dann von der Seite sieht, sodass das wirklich ganz rund wirkt. Aber bei mir befindet sich der Großteil einfach innen. Es gibt spezielle Übungen, die vor allem den Inneren trainieren. Wir haben das bei der Übungsauswahl lernen wir das kennen und wir haben das bei der Anatomie kennengelernt. Das könnt ihr grob beeinflussen.
Ich trainiere seit vielen Jahren nur noch mit großer Konzentration zu 80-90% auf den äußeren Anteil. Und ich habe es geschafft, es minimal umzugewichten. Aber daran seht ihr auch, wie schwer es ist, dort gegen die Natur anzukämpfen. Ein weiterer Teil ist bei dem Oberarm der Brachialis, der sich hier in der Mitte befindet und diesen schönen, recht spektakulären dritten Ansatz am Arm ausmacht. Nämlich diesen Hubbel hier in der Mitte. Arnold Schwarzenegger hatte den äußerst ausgeprägt und das werdet ihr kaum so irgendwo anders vorfinden, obwohl andere sicherlich genauso trainiert haben und genauso dicke Oberarme hatten. Dennoch hatte er den so ausgeprägt. Das liegt nicht etwa daran, dass er ganz andere Übungen gemacht hat, sondern auch bei ihm war es einfach die Genetik und damit in diesem Fall Glück. Sieht toll aus. Ihr könnt versuchen, den Brachialis etwas mehr rauszuarbeiten, indem ihr an der Griffstellung arbeitet. Umso weiter ihr in eine Pronation geht, wie wir schon erfahren haben, und desto eher ist der Brachialis mitbeteiligt. Bei all dieser Theorie kann es jetzt natürlich auch noch zu individuellen genetischen Bedingungen kommen, die das Ganze verhindern oder verstärken. Die Art, wie bei euch individuell der Brachialis mit dem Bizeps und dem Trizeps zusammenspielt und wie die verlaufen, ist auch noch ein großer Faktor dafür, wie weit sie natürlich bei den entsprechenden Übungen beteiligt sind. Bei jedem Menschen ist es ungefähr vorgegeben, wo der Bizeps ist. Der Bizeps wird sich nie an der Wade befinden. Aber es kann natürlich sein, dass er von Natur aus ein wenig weiter verschoben ist und mit dem Brachialis anders korrespondiert. So dass es passieren kann, dass Übungen, die ich euch nun nenne, die vor allem auf den Brachialis gehen, bei dem einen direkt anschlagen und vor allem den Brachialis treffen, weil er viel mitarbeitet. Bei dem anderen wird allerdings trotzdem der Bizeps die meiste Arbeit übernehmen und der Brachialis wird kaum berührt und ihr habt kaum eine Chance, den gezielter zu trainieren. Das Ende vom Lied und die größte Lehre, die wir daraus mitnehmen sollten, ist vor allem, dass ihr euch von diesem Aspekt, die individuelle Ausgestaltung des einzelnen Muskels, befreien solltet. Und zwar ganz pragmatisch gesehen. Ihr habt schon genug darüber nachzudenken, welche Wiederholungszahlen brauche ich, welche Sätze brauche ich, was brauche ich exakt für meinen Körper für eine Ernährung, welche Übungen sind besser für mich, welchen Trainingsplan verfolge ich und so weiter. Ihr müsst euch über so viele Dinge im Prinzip den Kopf zerbrechen. Aber das braucht ihr jetzt nicht auch noch. Dort einfach Masse draufpacken, Masse draufpacken, Masse draufpacken, gucken, was passiert. Später kann man dann ein bisschen mit den Übungen rumspielen, aber vor allem nicht in den ersten Jahren. Und so oder so, glaube ich, wird sich auch dann wenig tun. Also packt einfach drauf, kümmert euch darum, dass die Ernährung stimmt, dass die Masse draufkommt und der Rest ist tatsächlich naturgegeben. Manche haben davon mehr Glück, manche weniger, aber wie wir das ja auch wissen ist, es liegt immer im Auge des Betrachters. Und meistens sind wir dann mit dem unzufrieden, was wir selbst haben und schielen dann auf die Ausformung der anderen. So viel zu der individuellen Ausgestaltung. Mehr oder weniger eine schlechte Nachricht, die aber letzten Endes zu einer guten führt, nämlich Kopffreiheit. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht demotiviert, weil ihr genau diesen spitzen Peak haben wollt. Ja, den kann nicht jeder haben. Dafür habe ich einfach einen verdammt dünnen von vorne. Nun ja. Also, wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, lasst mir ein Like da und natürlich verpasst nichts, indem ihr das Ganze abonniert. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis bald. Euer Gotti.